Alles muss man selbst machen. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, dieses Video ist mal ein Video, was ich sonst nicht so bringe, da es tatsächlich gar nicht zu meinem Konzept eigentlich passt. Und zwar werde ich heute testen, was ein durchschnittliches Amazon-Tablet bzw. Amazon-Kindle aushalten kann. Denn ich habe von meiner Oma ein defektes Amazon-Kindle bekommen. Ich möchte in diesem Video einfach testen, was hält es aus, wie stabil ist es. Und ich muss auch sagen, dafür, dass es Plastik ist, ne, also ich kann das wirklich gegen den Tisch schauen, das hält wirklich was aus. Also ich mache hier gerade übrigens keine Werbung für Amazon, weil mit 270 Abonnenten serious. Gut, ich würde sagen, ich... Ja, Leute, genau in dem Moment hat sich mein Mikrofon sowohl seelisch als auch körperlich verabschiedet, weshalb ihr jetzt nur noch den Kamerasound hören könnt. Gut, ich würde sagen, ich schaue jetzt dieses Tablet und wir machen mal ein paar Tests. Ich hoffe übrigens nicht, dass mein Mikro übersteuert ist. Also Leute, ich werde jetzt in dieser Area, werde ich jetzt einfach mal das scheiß Ding so oft hinknallen, bis es kaputt ist. Ich werde es einfach mal machen. Davon seht ihr jetzt eine kleine, ja, es ist eine Compilation, ich weiß nicht. Ich werde praktisch einfach die Male zusammenschneiden, wo das auf dem Boden aufkommt. Also, let's go! Der erste kleine Schaden ist aufgetaucht. Wir haben hier so eine kleine Delle, so eine kleine Macke. Ich die mal ab, also es ist einfach broke. Ansonsten hat das Ding noch gehalten. Da bleibt uns nur eins. Der Härtetest. Also Leute, ich werde auf dieser Stelle, beziehungsweise halt in dieser... Oh fuck, warum ist das so überbelichtet? Ich musste die Blende anpassen. Hier ist die Area, wo ich dieses Kindle aufschlagen lassen werde. Und meine Kamerafrau wird die Kamera halten und dafür sorgen, dass ich hier diese wundervollen Aktionen vollführen kann. Damit ist bewiesen, dass ich das Kindle schrotten kann. Scheiße. Ja Leute, damit ist hier offiziell bewiesen, dass Amazons Kindle nicht das robusteste Tablet auf der Welt ist, denn ich habe es geschrottet. Es ist sehr robust, das muss ich sagen. Ich habe wirklich viele Dinge versucht, um es zu schrotten. Aber damals soll es auch schon gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Das war jetzt mal was anderes, was ich so gemacht habe. Abonniert gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und haut rein in die Kacke und tschüssi!